Chers amis, chers collègues, bienvenue au Kulturmarkt. Es ist mir eine große Freude, Sie hier im Kulturmarkt willkommen zu heißen, zu den thematischen Reihen Kultur und das liebe Geld oder das liebe Geld und Kultur, wie auch immer. Es ist und bleibt ein heißes Thema. Mein Name ist Delphine Liener, ich bin die Co-Leiterin des Kulturmarkts. Letztes Wochenende haben wir 25 Jahre Kulturmarkt gefeiert. 25 Jahre, in denen der Kulturmarkt sich bemüht, Menschen wieder einen Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 25 Jahre, in denen der Kulturmarkt Kulturschaffende und andere Menschen hilft, Strategien zu entwickeln, wie sie ihre Einkommen, ihre Familien und ihres kulturelle Schaffen unter einen Hut bringen. Auch 25 Jahre, in denen sie versuchen, wir immer sehr stark versuchen, an der Entwicklung des Kultursektors dran zu bleiben, zu antizipieren, wie sie sich entwickeln werden und Angebote zu schaffen. Daher und auch weil wir uns seit so vielen Jahren mit den Themen Arbeit und Kultur beschäftigen, fühlten wir uns befähigt und motiviert, diese thematische Reihen anzubieten. Sie knüpfen an zwei vorangehende Podien und wir freuen uns sehr, mit Christine Bloch eine sehr kompetente Person gefunden zu haben, die mit uns gemeinsam diese thematische Reihen kuratiert. So, dann wünsche ich uns allen einen angeregten und anregenden Austausch und ich übergebe dir sehr gerne das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Delphine Liener. Das liebe Geld und die Kultur, werte Gäste, liebes Publikum, auch von meiner Seite ein großes Willkommen zum Auftakt unserer neuen thematischen Reihe und zum Podium Kultur, Diagnose Long-Covid. Vor nicht ganz einem Jahr fand hier auch eine Podiumsdiskussion statt. Die Kunst des Überlebens und es ging um das Thema Altersarmut bei Kulturschaffenden. Ich war damals selber im Qualifizierungsprogramm des Kulturmarkts und ich arbeitete an einem eigenen Altersvorsorgeprojekt für Frauen im Rahmen von InnoSwiss. Ich saß im Publikum und die Voten der Podiumsgäste berührten und betrafen mich. Gleichzeitig war ich erleichtert, dass endlich mal öffentlich über das Thema mit all seinen Verstrickungen und Komplexitäten gesprochen wurde. Als ehemalige Geschäftsführerin und Ressortleiterin verschiedener Sparten in der Kulturförderung der Region Basel beschäftigten mich die Fragen rund um Löhne, Richtgagen, Altersvorsorge, Sozialversicherungen, Eigenleistungen, Ehrenamtlichkeiten, Fundraising, Fördersummen und politische Realitäten sehr stark. Ich kam nach dem Podium mit Christine Ginsberg, sie ist eben die Geschäftspartnerin von Delphine und Co-Leiterin des Kulturmarkts. Ich kam mit ihr ins Gespräch und sie fragte mich, ob ich Lust hätte, als externe Kuratorin eine neue thematische Reihe mit anzudenken und zu realisieren. Es war für beide Seiten sehr schnell klar, dass der Fokus auf die Wechselwirkungen von Kultur und Geld gelegt werden will. Und mit der Pandemie schien das Momentum dafür gekommen. Unser Ziel ist es, in verschiedenen Formaten unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen, zu sensibilisieren und eine interessierte Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Heute Abend nun beginnen wir mit dem Podium Kulturdiagnose Long-Covid. Auch vorbereitend auf die zweite Veranstaltung am 22. November unter dem Titel Welchen Wert hat Kultur und wie wird sie bezahlt? Anfang 23 dann gehen wir mit den beiden Veranstaltungen zwischen Beruf und Berufung. Wie erhalten Kulturschaffende mehr Sicherheit in finanziellen Fragen? Und Existenzsicherung versus Kreativität in einen praktischen und interaktiven Teil über. Ja, ich will Sie jetzt nicht länger auf die Folter spannen, sondern das Wort Monika Scherrer übergeben. Sie wird unsere tolle Runde vorstellen und durch die Diskussion führen. Schön, dass Sie da sind.
ich nehme meine Gäste gleich mit. Ich habe ihnen auch schon Plätze zugewiesen. Wir nehmen die Frau in die Mitte, die Herren an die Seite und ich an die Seite. Ja, es freut mich auch von meiner Seite. Einen schönen Abend. Toll seid ihr alle hier. Wir versuchen mit euch zusammen in dieser guten 90 Minuten haben wir ungefähr Zeit, einerseits ein bisschen den Fiebermesser an die Problematik hinzuhalten. Wie geht es der Kulturszene? Was bedeutet eben dieses Long-Covid in der Kultur? Ein bisschen Fakten auch zu schaffen, ein bisschen einen Boden zu legen, zu sehen, was ist eigentlich da genau passiert? Was bedeutet das im Moment? Was hat das ausgelöst? Das wollen wir etwas genauer anschauen und in einem zweiten Teil eigentlich auch sehen, was uns auch sehr interessiert, was wurde eigentlich gemacht an Förderung, an Hilfeleistungen und was hat was gebracht und was hat vielleicht was nicht gebracht oder noch verschärft oder schwieriger gemacht. Also wir gehen jetzt nicht in die Fördermodelle rein, wie sie geändert werden müssen. Das wird, wie gesagt, am 22.11. dann noch wirklich thematisiert, aber ich denke, wir werden es auf jeden Fall auch streifen. Ich möchte das Wort am Anfang zuerst jetzt einem von unseren Gästinnen übergeben, und zwar Nicole Pfister. Sie ist Geschäftsführerin vom Verband der Autorinnen und Autoren Schweiz und sie ist hier auch als Präsidentin von Swiss Culture Social. Und mit dem Spezialgebiet hat sie eben soziale Sicherheit für Kulturschaffende. Und bevor ich die anderen vorstelle, eigentlich, Nicole, erzähl uns mal ein bisschen, du hast die Aufgabe gehabt, uns etwas Fakten zu liefern, ein kleines Bild zu geben, was wirklich passiert ist in dieser Zeit, die wir alle kennen und erlebt haben. Ja, guten Abend miteinander. Vielen Dank für die Einführung und auch für die Einladung. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ganz klein. Es geht um das Big Picture, hieß es für mich. 5 Minuten Big Picture. Es ist wahrscheinlich ein Small Picture. Und vielleicht auch nicht so viele Fakten, sondern ein bisschen ein Bild zu zeichnen, wie die letzten 2 Jahre war, etwas Begrifflichkeit und so weiter. Also, in der Schweiz tun wir uns oft schwer mit Begriffsdefinitionen. Denn was ist Kulturschaffen, was Kreativwirtschaft? Es geht dabei nicht um den wissenschaftlichen Ansatz, was Kultur denn eigentlich sei, dazu gibt es viel Literatur, sondern darum, worüber wir reden und im besten Fall, worüber nicht. Heute sprechen wir und meine Podiumspartner, ja, jetzt kann ich auch männlich bleiben, seien eingeladen, gegebenenfalls auch mir zu widersprechen. Heute sprechen wir von Kulturschaffen im engeren Sinn, von den darstellenden Künsten, von Musik, visueller Kunst, Film, Literatur oder Design. Denken wir an die Menschen selbst, dann denken wir an alle, die in diesen Bereichen arbeiten, als Kreative wie auch als dienstleistende Mitwirkende der verschiedenen Betriebe. Noch weiter eingegrenzt geht es um professionelles Kulturschaffen, Kulturschaffende, die ihre Tätigkeiten als Beruf ausüben und wir haben es gehört, eben auch das liebe Geld dazu verdienen. Musikerinnen, Autoren, Tänzer, Tontechnikerinnen und so weiter. Kulturunternehmen wiederum sind juristische Personen, das heißt Museen, Festivals, Theater, Literaturhäuser, Orchester etc. All dies steht so quasi in allen Dokumenten, die wir über die letzten 2 Jahre der Covid-Kulturunterstützung gelesen haben. Und dieser professionelle Kulturbetrieb, von dem wir immer gesprochen haben, bleibt aber auch, und das ist ganz wichtig, immer auch eng verbunden mit den Kulturschaffenden im Amateurbereich. Das ist ein Beispiel, ein Orchester aus AmateurmusikerInnen wird von einem professionellen Dirigentin geleitet. Mit diesen Aspekten ist auch eben das Kulturschaffen umschrieben worden, das wir in den letzten 2 Jahren mit Unterstützungsmaßnahmen abgedeckt haben. Lasst mich dazu einen kurzen Blick zurückwerfen. Im März 2020 beschloss der Bund zu unserer aller Überraschung sehr schnell einen Unterstützungsplan für die Kultur. Dabei handelte es sich insbesondere um 2 kulturspezifische Maßnahmen und eine gesamtwirtschaftliche. Das ist der Corona-Erwerbsersatz gewesen für selbstständig Erwerbende. Die kulturspezifischen waren die Nothilfe für alle Kulturschaffenden, Freischaffende bis selbstständig, unabhängig ihres Arbeitsstatus,
ausgeführt durch Swiss Culture Social, sowie die Ausfallentschädigung, die von den Kulturämtern der Kantone ausgeführt wurde. Bis Ende, jetzt vielleicht eine große Zahl, das ist eindrücklich, bis Ende 2021 wurden vom Bund und den Kantonen zusammen, nur wenn wir nur über die Kulturmaßnahmen, die kulturspezifischen Maßnahmen sprechen, dafür gut 550 Millionen Schweizer Franken ausgeschüttet. Nur eben um für die effektiven Kulturmaßnahmen. Das ist keine beispielsweise keine Arbeitslosenversicherung, keine Kurzarbeit, all diese anderen Maßnahmen, Corona-Erwerbsersatz, ist da noch nicht mit eingerechnet. Parallel zu diesen Unterstützungsmaßnahmen wurde auch die sogenannte Taskforce Kultur gegründet, eine Ad-hoc-Zusammenschluss der Kulturbranche. Ihr Zweck war und ist es auch heute noch der Austausch unter der Kultur und bei Bedarf auch rasche gemeinsame Intervention zu machen. Wir lernten in der Taskforce Kultur, da war ich auch dabei oder bin es immer noch, eine neue kulturelle Vielfalt kennen, die uns vorher so nicht bewusst war. Das Kulturleben wurde für uns viel, viel größer als das Klassische, das wir vorhin kennten, über die Kulturförderung, die klassische Kulturförderung gefördert wurde. Nicht alles lief reibungslos in dieser besonderen Zeit. Unzählige Dokumente, Gespräche und Debatten zeugen vom Austarieren, Verbessern und Ergänzen eines neu erfundenen Unterstützungssystems, das ursprünglich für 2 Monate gedacht war und am Ende über 2 Jahre lief bzw. immer noch teilweise läuft. Hinzu kam, dass der politische Prozess anspruchsvoll und in unglaublichem Tempo voranschritt, damit die nötigen Gesetze, Verordnungen, Reglemente und so weiter unter demokratischen Voraussetzungen in Kraft treten konnten. 2 Referenden zum Covid-19-Gesetz komplettierten diesen intensiven politischen Kraftakt der letzten 2 Jahre. Anfängliche Protestschreiben der Taskforce Kultur entwickelten sich zu ausgeglichenen und regelmäßigen Austauschtreffen mit der öffentlichen Hand. Die Kulturbranche arbeitete so eng wie noch nie mit der politischen Vertreterinnen zusammen. Ein Höhepunkt war wohl für uns alle die von unglaublichen 84 Kulturorganisationen mitunterzeichnete, mit allen Sparten gemeinsam erarbeitete einzige Stellungnahme zum Covid-19-Gesetz. Der größte Teil der finanziellen Unterstützung floss in die städtischen Regionen, schlicht weil dort am meisten Kultur stattfindet. In Bezug auf die Sparten musste die Musik, gefolgt von den darstellenden und bildenden Künsten, am meisten Unterstützung beantragen. Zum einen wohl, weil hier die Arbeit vom Veranstaltungsverbot und der Schließung von Kulturinstitutionen besonders betroffen war. Zum anderen gehören diese Sparten aber auch zu den personenstärksten Kulturbereichen. Andere Szenen sind kleiner und funktionieren auch außerhalb einer solchen Krise anders. Und nun, welche Schlüsse wir daraus ziehen oder was noch kommt, ist Thema der nachfolgenden Diskussion, nicht meines Inputs. Erlaubt mir aber abschließend noch folgende beiden Aspekte einzubringen. Erstens, gemäß einer Studie von Swiss Culture Social von 2021 leben 60% der Kulturschaffenden mit einem Jahreseinkommen von 140.000 Franken pro Jahr, alles mit einberechnet. Diese Einkommenssituation hat sich in den letzten 5 Jahren noch verschlechtert, notabene die Auswirkungen der Covid-Krise noch unberücksichtigt. Kulturschaffende in der Schweiz lebten also bereits ohne eine Krise dieses Ausmaßes unter höchst prekären Umständen und sind im Falle von Alter, Krankheit oder Unfall denkbar schlecht abgesichert. Wir haben das auch schon gehört. Und zweitens, jetzt im Herbst 2022 sind Teile der Covid-Unterstützungsmaßnahmen bereits aufgehoben, Nothilfe- und Transformationsprojekte laufen Ende Jahr aus. Wir alle gingen davon aus, dass wir nun in einer Art Post-Covid-Phase kommen, aus der sich dann eine neue Normalität entwickeln könnte. Doch diese Linearität entpuppt sich angesichts der aktuellen Weltlage inzwischen als Illusion. Denn auch wenn diese eine Krise allmählich verblasst, wird sie längst von anderen Krisen überlagert.
Und wir werden uns neu fragen müssen, wie wir die Kultur und ihre Förderung von morgen planen können, wenn noch mehr ungewiss ist, als wir uns bisher vorstellen konnten. Vielen Dank. Danke. Danke, Nicole, für dieses Big Picture und uns nochmal vor Augen führen, was es eigentlich alles eben ausgelöst hat. Und diese Krise, vor und nach der Krise, werden wir bestimmt thematisieren. Ich möchte jetzt Thierry Luisier das Wort übergeben, auch für einen kleinen Input. Thierry Luisier ist unser Vertreter aus der Westschweiz, aus der Romandie, und er ist auch ein Vertreter der darstellenden Künste und er ist Geschäftsführer von Fédération Romande des Arts de la Seine, FRAS nennt sich das. Und Präsident der Altersvorsorgestiftung Arte Comédie. Artes. Artes, genau. Ja, genau. Du darfst mich korrigieren, selbst. Un deux. Und wir haben ihn gebeten, uns ein bisschen einen Einblick zu geben in eben die Romandie und die darstellenden Künste in der Romandie, wie das da abgegangen ist. Merci. Et je vais vous rappeler vos cours de français parce que je vais parler en français. Genau, und Delphine wird übersetzen für die, die es nicht verstehen. Gibt es Leute, die angewiesen sind auf eine deutsche Übersetzung? Gut, dann wird das geliefert. Oui. Alors le problème c'est que je suis filmé ce soir, nous sommes filmés et je pourrais pas dire trop de bêtises puisqu'après ça va sur internet, donc le monde entier peut écouter ce que je vais dire. Et c'est toujours un peu le problème quand on est dans un petit groupe et que tout à coup on se rend compte qu'en fait nos paroles peuvent aller bien au-delà de cette salle. Ce que je vais vous dire ce soir, en tout cas, c'est j'aimerais vraiment que vous compreniez que je travaille depuis 35 ans dans les arts de la scène, dans le théâtre, la danse en Suisse romande, dans différentes fonctions, et que si je fais ce métier, c'est par amour des arts de la scène, et que je me suis toujours considéré comme étant au service des articles. Pardon, oui. Comme ils veulent une okay, voilà, ça serait gentil parce que sinon eine kurze Zusammenfassung. Er hat gesagt, dass dadurch, dass jetzt das ausgestrahlt wird mit dem Film, muss er aufpassen, dass er keine Dummheiten erzählt und dass er eigentlich seit 35 Jahren mit ganz viel Liebe in unterschiedlichen Funktionen für die Kultur tätig ist. Ja, genau. Je me suis toujours considéré comme au service des artistes et du public. Bien, et je vais vous faire un petit portrait chiffré de la Suisse romande et en particulier des arts de la scène, donc du théâtre et de la danse, en tout cas en ce qui concerne les théâtres. Er wird uns einen Kurzabriss in Zahlen liefern, was vor allem aber die darstellenden Künste, Tanz und Theater betrifft. Voilà, vous devez comprendre que je suis à la fois secrétaire général de cette fédération qui regroupe aujourd'hui 63 théâtres et je suis également coprésident de la caisse de pension. Donc j'ai, si vous voulez, deux regards qui sont très différents mais complémentaires. Ich bin einerseits bin ich Generalsekretär von FRAS, genau, und andererseits aber auch, und ich vertrete 63 Theater und bin aber auch tätig für eine Pensionskasse. Also, nous avons 63 donc théâtres qui regroupent des théâtres de production et des théâtres d'accueil. Produktionstheater und Gastspieltheater. Nous avons dans, au sein de la FRAS environ 600 personnes qui travaillent avec des contrats à durée indéterminée. Wir haben in der FRAS ungefähr 600 Personen, die mit einem unbefristeten Vertrag arbeiten. Et les théâtres de la FRAS engagent également des personnes avec des contrats à durée indéterminée pour environ 12 millions de francs de salaire, en gros. Die Theater ihrerseits stellen weitere Leute an mit unbefristeten Verträgen bis zu einer Höhe von 12 Millionen Franken insgesamt. Voilà, et si vous additionnez tous les budgets de tous les théâtres de Suisse romande, vous arrivez à la somme extraordinaire de 200 millions.
Wenn Sie nun alle Theater, also die ganze Gesamtsumme aller Theater der Romandie zusammennehmen, die Sie ausgeben, kommen Sie auf ein Gesamtbudget von 200 Millionen. Mais, pardon, je me lève parce que il faut que je bouge, je pas. Ich muss mich, ich muss, ich muss, ich muss mich bewegen. Ich glaube, für die Kamera ist es schwierig. Oder? Ja. Ah, geht das? Entschuldigung. Nein, okay. Geht. Gut. Ein Darsteller. Si vous enlevez les deux grands théâtres, le Grand Théâtre de Genève et l'Opéra de Lausanne. Les deux grandes, also wenn Sie nun die zwei größten Theaterhäuser, das, die Oper und das Theater von Genf, wegnehmen, voilà. Il vous reste 120 millions pour les autres théâtres. Bleiben noch 120 Millionen für die anderen Theater übrig. Ce qui est le budget de l'Opéra de Zurich. Donc vous comprenez un peu les, la grandeur des choses. Das wiederum das Budget des Zürcher Opernhauses darstellt, da dies, um Ihnen ein Bild der Größe zu geben. Tous les théâtres en Suisse romande organisent à peu près 1500 spectacles différents pour 5000 représentations. 1500 spectacles pour 5000 représentations. Also insgesamt werden circa 1500 Spektakel angeboten und in 5000 Vorstellungen gezeigt. Pendant la crise du Covid, tout ça a été divisé par deux. En gros, nous avons pu faire seulement à peu près 700 représentations pour 2500 représentations. En gros, pas während, plus. Während Covid ging das Ganze um die Hälfte runter. Wir konnten circa 2500 Vorstellungen geben. Voilà. En gros, dans une année normale, nous, les théâtres vendent environ 700 000 billets pour 15 millions de recettes propres. Also in einem normalen Jahr verkaufen wir ca. 700.000 Tickets für 1,5 Millionen. 15 Millionen, Entschuldigung, 15 Millionen. Je donne ces chiffres pourquoi? Parce que vous vous rendez compte de l'importance des soutiens publics dans ce modèle économique qui est évidemment majeur puisque les soutiens publics en tout cas aux arts de la scène en Suisse romande est entre 80-85%. Ich gebe Ihnen diese Zahlen, damit Sie sich ein Bild machen können der Wichtigkeit der staatlichen Unterstützung, die ca. 80-85% der benötigten Mittel ausmacht. C'est vraiment un soutien massif. En Suisse romande, une des particularités, c'est que depuis une vingtaine d'années, s'est développé ce que nous appelons les compagnies indépendantes. In der Romandie gibt es eine Eigenheit und es gab eine Entwicklung von ca. 20 Kompanien, die unabhängig sind. Et, seit 20 Jahren. Et en fait, ces compagnies fonctionnent au projet. Chaque année, ils font des productions de spectacles qui sont présentés dans les théâtres de Suisse romande et dans d'autres cantons et à l'étranger. Ja, diese Kompanien, die funktionieren so nach Projekten sozusagen. Pour comprendre, nous sommes passés il y a 10 ans de 200 compagnies, à peu près 200 employeurs en Suisse romande, à aujourd'hui en 2022, soit 10 ans après, à 800 employeurs. Donc c'est une augmentation multipliée par 4. Vor 10 Jahren gab es noch 200 wie sagt man, Arbeitsgeber. Arbeitgeber, heute sind es 800. Ja, genau. Et ça, en fait, c'est ce qu'une étude vient de démontrer. En fait, nous appelons ça, évidemment, cette augmentation, c'est un formidable développement de propositions artistiques de gens qui s'investissent dans les arts de la scène. Et c'est vraiment quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Diese Entwicklung ist wunderbar im künstlerischen Angebot für das Publikum. Et malheureusement, ce développement a une face une face plus sombre, c'est qu'en fait, nous avons aussi observé dans notre caisse de pension que les salaires annuels déclarés par nos employeurs et nos assurés sont en diminution régulière depuis 15 ans. Ja, die Kehrseite dieser Entwicklung ist, man stellt in der Pensionskasse, wo du Präsident bist, Artes und Komödie,
Komödie, stellt man fest, dass die deklarierten Jahreslöhne, dass die sinken. Ja. Et donc, comme nous sommes en Suisse romande, mais en Suisse aussi, nous sommes tous sous le régime de la prévoyance et des trois piliers, AVS, LPP et épargne individuelle. In der Schweiz, ihr wisst es, gibt es dieses Drei-Säulen-System mit der AHV, BVG oder zweiten Säule, Pensionskasse und der privaten Vorsorge der dritten Säule. Nous faisons l'hypothèse, mais qui est confirmée par Swiss Culture Sociale, qu'il y a une forme de précarité qui se développe, je dirais même une forme de précariat qui se développe, qui s'est développée et qui est là aujourd'hui et qui s'est révélée en fait pendant le Covid. Mais à mon sens, je fais l'hypothèse qu'il y avait des problèmes déjà avant le Covid. Mit der Corona-Krise hat man sehr gut gesehen, die Corona-Krise hat das Prekariat sehr stark offengelegt, aber Thierry geht davon aus, dass es eigentlich schon vorher vorhanden war. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons fait, j'ai fini, aujourd'hui nous avons fait une étude en Suisse romande qui montre un certain nombre de difficultés qu'il y a dans le système des arts de la scène, et aujourd'hui je crois que nous devons nous mettre à table avec les politiques communales, cantonales, confédérations pour essayer de trouver des solutions, un système, des règles, je ne sais pas, mais je crois que nous devons nous responsabiliser face à cette situation aujourd'hui. Genau. In der Westschweiz gab es kürzlich eine Studie, die verschiedene Schwierigkeiten und Herausforderungen in den darstellenden Künsten herausgearbeitet hat. Und es ist jetzt Zeit, mit der öffentlichen Hand an einen Tisch zu sitzen und zu diskutieren. Herzlichen Dank, Thierry Lhuizier. Ich glaube, die Nachricht und die Message ist angekommen, also um dieses Bild eben in der Romandie, in der Westschweiz, die Theater, die haben es ist wie ein Vergrößerungsglas eigentlich, das die Probleme noch stärker zeigt, seit Covid da ist, und eben es muss etwas passieren, damit man die Kultur auch wirklich eben retten kann, im weitesten Sinne, oder erhalten kann, aber die Frage ist wie. Ich möchte das Wort an Rees Moos übergeben. Er ist Bereichsleiter Performative Künste, Musik und Literatur, Mitglied der Geschäftsleitung bei Pro Helvetia. Wir haben mit ihm abgemacht, dass er uns ganz, ganz kurz das Fenster öffnet zum Publikum, weil das brauchen wir ja, um eben Kultur zu veranstalten. Und auch das hat Schaden genommen, sage ich mal, in dieser Zeit mit Covid. Und wir wissen nicht genau, wo es geblieben ist. Guten Abend zuerst und ja, vielen Dank für die Einladung und auch für diese einführenden Präsentationen zuerst. Ich bin wirklich viel kürzer. Ich möchte anknüpfen an etwas, was ich letzte Woche erlebt habe, ohne ins Detail zu gehen. Wir hatten eine Austauschrunde mit verschiedenen Kulturverbänden, die verschiedene Disziplinen auch repräsentieren, und dort ging es genau darum, das ist ja die Eingangsfrage oder die titelgebende Frage, hat die Kultur Long-Covid, und nicht zu vergessen, in diesem System ist ja eben das Publikum. Und es gibt noch keine Analysen, keine genauen Zahlen, keine Lösungen, aber es gibt einen relativ breiten Konsens, dass es nicht so einfach ist, einfach zu einem früheren Publikumsverhalten zurückzukehren. Ich sage es mal ein bisschen verkürzt so. Es gibt teilweise schon Zahlen, die einen reden von einem Drittel weniger Leuten in den Museen, aber das ist gar nicht das Zentrale und gar nicht relevant, sondern die Frage ist vielmehr, hat das Kulturpublikum auch in irgendeinem Ausmaß ein Long-Covid-Verhalten jetzt an den Tag gelegt? Was über die Sparten hinweg und über die verschiedenen Veranstaltungskontexte hinweg bemerkt wurde, ist einerseits, dass die Planbarkeit auch für die Veranstalterinnen sehr viel schwieriger geworden ist, weil das Publikumsverhalten offenbar viel kurzfristiger sich in Ticketkäufen manifestiert. Das heißt, Vorverkäufe sind extrem viel tiefer, als man sich das gewohnt war. Das gibt eine Verunsicherung, es gibt eine Schwierigkeit seitens der Veranstalter, dann überhaupt auch Verträge einzugehen, klar planen zu können, was jetzt überhaupt noch machbar ist.
Das gilt insbesondere für weniger bekannte Positionen. Big Names, das läuft nach wie vor gut, also irgendwelche auch große Festivals, Sachen mit Eventcharakter haben ein bisschen weniger Probleme. Was, und das ist eine große Schwierigkeit, gerade auch in diesen Kontexten, vielleicht der Theater, die Thierry erwähnt hat, kleinere Formate, unbekanntere Sachen tun sich mit dieser Situation hinsichtlich der Publikumsgewinnung aktuell sehr schwer. Ein interessanter Aspekt, ich glaube, es ist vielleicht nicht wahr auch, ich habe das zum ersten Mal seit Jahren gehört, dass sich die Veranstalterinnen beklagt, also dass sie quasi als einen Mangel empfunden haben, dass das ältere Publikum insbesondere wegbleibt. Also das gibt wirklich auch eine Veränderung in der Publikumsstruktur. Warum sage ich, das höre ich zum ersten Mal, weil eigentlich die Diskussion über die vergangenen Jahre eher war, wie können wir neues Publikum zuziehen und eigentlich der Aspekt, wie pflegen wir unser bestehendes Publikum, weniger akut war. Das sind so ein bisschen die Eckpunkte, die ich sportenübergreifend herausgehört habe und ich denke, wenn wir über die Long-Covid-Folgen auch reden müssen, müssen wir auch über die Long-Covid-Folgen im Publikumsverhalten uns auch ein paar Gedanken machen. Mhm. Voilà. Herzlichen Dank für den Input, Resmos, aus der Sicht eben des Publikums, das uns fernbleibt. Wolfgang Beuschel, du wurdest schon kurz vorgestellt, du bist vom Kulturmarkt, du bist auch im Qualifizierungsprogramm, das eben mit Künstlern und Künstlerinnen arbeitet, die sich neu orientieren müssen. Ihr habt eine Bühne hier, wir sind darauf, auf dieser Bühne, einen Ort, wo man Künste anschauen kann. Ihr arbeitet mit Menschen, die betroffen sind von eben diesem Long-Covid oder dieser Situation. Vielleicht kurz das Fenster, wie habt ihr das erlebt und was hast du analysiert aus dieser Zeit, was passiert ist? Also, eigentlich sitzt ja hier Christine. Genau. Und Christine ist für die Institution, die macht das Programm. Und die könnte zu diesen Themen wirklich ausführlich Stellung nehmen. Ich mache es ein bisschen kurz, weil es nicht mein Kerngeschäft ist. Wir haben, also ich sage ein bisschen zu, der Kulturmarkt hat eine Kurzarbeit angemeldet, hat das gekriegt für einen Teil seiner Mitarbeiter. Als wir hier nicht mehr auftreten konnte der Kulturmarkt den Künstlern die Gagen auszahlen. Das war sehr, sehr gut. Vielleicht darf ich eine kleine eigene Geschichte an dem Moment einbringen. Ich war zu der Zeit als Schauspieler am Landestheater Coburg engagiert. Ich hatte einen Vertrag von Ende Februar bis Ende Juni. Ich hatte eine Woche gearbeitet, dann habe ich einen Brief bekommen, sehr geehrter Herr Beuschel, vertragsgemäß erlauben wir uns Ihnen wegen höherer Gewalt zu kündigen. Dann hatte ich eigentlich über 10.000 Euro einen Vertrag abgemacht, bekommen habe ich 1.131 und davon hatte ich 4 Reisen von Basel nach Coburg bezahlt. Das war meine Situation Anfang April 2020. Also und das ist, glaube ich, wenn wir alle hier so ein bisschen von oben drauf schauen, schon einmal ganz wichtig zu sagen, wie ging es denn mir, ging es nur relativ gut, weil ich habe verschiedene Standbeine, da kommen wir noch drauf. Aber der Moment, wo du diesen Brief kriegst, der zieht dir die Füße und den Boden unter den Füßen weg. Du weißt im Moment, es ist ein ganz schlimmer Moment. Und den haben alle Solokünstler erlebt, die in der Zeit aufgetreten sind, denen das weggebrochen ist, die auf einmal kein Geld mehr hatten, die Musiker, die angefangen haben, ihre Instrumente zu verkaufen, Freunde von mir, die überlegt haben, umzuschulen, weil sie sich nicht rausgesehen haben. Also das war die Situation. Die Situation war für uns alle dramatisch, für die, die es erlebt haben. Im Kulturmarkt konnten wir die Leute bezahlen, wir konnten unsere Leute über Kurzarbeit halten und das Interessante für den, also um es ein bisschen zu erklären, ich habe zu dem Zeitpunkt hier im Haus den Bereich Kulturschaffende geleitet. Das sind 17 Plätze für stellensuchende Kulturschaffende mit 3 Coaches, einer für bildende Kunst, Film und Fernsehen, jemand mit großer Kulturmanagement- und Projekterfahrung und ich mit unendlich viel Stadttheater und ja, also ich habe so
als Schauspieler und Regisseur und Erwachsenenbildner und Lehrer für Auftrittskompetenz ein großes Spektrum dessen, was ich in den letzten 20 Jahren gearbeitet habe, und ich habe geholfen, dieses Programm aufzubauen. Aber wenn wir jetzt auf den Punkt kommen, in der Zeit, wo ich hier bin, haben Kulturschaffende, die arbeitslos sind und bei uns sind, wir haben immer überlegt über andere Standbeine, wir haben überlegt über Brotjobs, aber so viele Künstler, die im Moment darüber nachdenken, aus- und umzusteigen, gab es noch nie. Die Diskussion mit 50, mit Mitte 40, mit Familie, mit zwei Kindern, gibt es was ich machen kann, wo ich existenziell eine Sicherheit finde, die nimmer geht mit, ich mache 60% Kunst und 40% irgendwas, sondern inzwischen geht es ganz vielen Leuten ums Eingemachte. Und das ist aber ein Blick auf die 20 Leute, die ich überschaue. Ich habe keine großen Zahlen über, also ich habe jetzt nachgeschaut, es gibt im Moment 1276 arbeitslose bildende Künstler und Schauspieler. Es gibt über 8% Schauspieler schon vor der Krise, die arbeitslos waren. Also das sind, wie Sie jetzt alle schon gesagt haben, prekäre Situationen, die schwierig sind und die aber auf einmal auf eine andere Art ernst werden als vorher. So, das war's. Herzlichen Dank, Wolfgang Beuschl, aus der Sicht. Und jetzt haben wir ein ganzes großes Feld, wo wir anpacken können, wo wir jetzt sagen, wo greifen wir hin. Und ich möchte eigentlich jetzt in die Diskussion reingehen und zwar das aufnehmen, es wurden Hilfeleistungen relativ schnell umgesetzt, haben wir gehört von Nicole. Es wurden Möglichkeiten von Nothilfe geschaffen, die auch genutzt wurden. Es waren aber existenzielle Erfahrungen, dass man plötzlich irgendwie nicht mehr arbeiten konnte, dass man nicht mehr auftreten konnte. Was genau ist jetzt der Fall? Jetzt sind wir eben vor der nächsten Krise, aber wir sind auch mit der Erfahrung von Hilfe, von Hilfestellungen. Ich möchte eigentlich da rein, um auch, wie sage ich mal, eine Analyse zu schaffen. Was genau hat diese Hilfe ausgelöst im Positiven, aber vielleicht auch in neuen Schwierigkeiten, die es geschaffen hat, um das mal so zu sagen? Ja, vielleicht kann ich einfach mal ein bisschen aus dem Alltag von unserer Gesuchserfahrung plaudern. Also es ist ja so, dass wir jetzt noch ungefähr 600 Gesuche pro Periode, das sind immer zwei Monate, haben. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren ungefähr 3.000 Kulturschaffende unterstützt. Das sind etwa 10.000 Gesuche, einfach nur um die Dimension zu sehen. Und wir merken, also was ich merke, das ist jetzt ein persönlicher Eindruck, der nicht statistisch, was ich merke ist einfach, es gibt so wie diese Gruppe von Kulturschaffenden, die sagen, ich bin wieder gut unterwegs, ich merke langsam, es zieht an, ich kriege Aufträge, es läuft wieder etwas, ich bin noch nicht da. Also es gibt dann diejenigen, wir reden jetzt von denen, die tatsächlich bei uns diese Lebenskostenunterstützung suchen, die irgendwie wieder da sind, die das Gefühl haben, es gibt eine Zukunft auch in der Kultur. Also es wurde wie eine Überbrückung angeschaut. Sie haben die Möglichkeit, es gibt auch einige, die dann klar auch formulieren, sagen, dank der Nothilfe war es mir möglich, weiterhin künstlerisch tätig zu sein. Also das hat eine Wirkung gehabt, das ist ganz klar. Es war ohne diese Unterstützungsmaßnahmen wären viele, viele, viele viel früher ausgeschieden. Was aber auf der anderen Seite bleiben eben jetzt tatsächlich auch eine, wie sagen wir mal, bei uns ist das vielleicht etwa in der Größenordnung schätzungsweise von 600 Gesuchen, Kulturschaffenden, die, vielleicht sind es auch weniger, vielleicht sind es am Schluss mehr, aber auf jeden Fall die dann übrig bleiben, die wahrscheinlich dann irgendwann auch tatsächlich, wenn diese Nothilfe fertig ist, den Gang entweder zur Sozialhilfe machen müssen und wenn sie Glück haben, vielleicht irgendwo anders unterkommen. Aber es ist schon eine Situation, wo man sagen kann, es gibt diesen Schub von Leuten, die wieder in die Kultur hineinkommen. Es gibt sicher, die können wir nicht eruieren, ganz, ganz viele, die ausgestiegen sind oder mehrheitlich ausgestiegen sind. Und es gibt die dritte Kategorie, die vielleicht den Fuß nie mehr fassen will, aber irgendwie noch da drin sind. Und da, das ist die große Frage, wie gehen wir damit um? Ja, vielleicht gerade anknüpfend an die Ausführung von Nicole. Ich glaube, das Problem, das sich jetzt auch stellt, wo wir langsam vielleicht hoffen können, in eine Post-Covid-Phase zu kommen, ist auch,
es geht ja nicht nur um die künstlerische Kreation, sondern es geht auch darum, jetzt rede ich nicht mehr vom Publikum wie beim Eingangsvotum, sondern überhaupt um die Präsentationsmöglichkeiten. Und die, was ein großes Problem ist, was Covid dem ganzen Kultursystem auferlegt hat, ist, es gab so eine Art Verschiebung oder so eine Art Produktionsstau. Was meine ich damit? Es gab viele Produktionen, die eigentlich präsentationsbereit waren, ganz generell, dann kam Covid, dann wurden die verschoben, dann wurden die nochmals verschoben, dann kommen vielleicht neue Sachen nach, aber wo finden die Platz? Weil eigentlich die Präsentationsstruktur, die Präsentationspartner, Thierry hat von den vielen Theatern geredet, teilweise gerade für eine wichtige Dynamik, wo auch neue Stimmen, neue Companies, neue, egal was präsentiert werden, nicht mehr die gleiche Durchlässigkeit hatte, die eigentlich notwendig ist, auch um ein lebendiges, auch eine, es geht nicht um eine Erneuerung, die einen weg, die neuen dazukommen, aber eine Art, ein dynamisches System zu gewährleisten. Das hat sich noch verstärkt dadurch, dass und auch viele Kulturförderinstitutionen, sage ich jetzt mal in einem ganz allgemeinen Sinn, in den ersten Momenten der Covid-Krise dachten, was machen wir jetzt? Wir können keine Aufführungen mehr unterstützen, so ein bisschen banal ausgedrückt, wir investieren in die Produktion. Dann haben etliche Kulturförderinstitutionen, private wie auch staatliche, ihre Werk- oder Kreationsbeiträge erhöht, was mal zuerst gut ist, weil das irgendwie die Möglichkeit gab, der Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten weiterzuführen. Aber dadurch hat sich dieses Problem, dieser Flaschenhals, was machen wir mit all den Produktionen, wenn man praktisch 2 Jahre lang das nicht zeigen kann, hat sich das verstärkt. Und aus diesem Problem sind wir noch nicht ganz draußen. Es gibt nach wie vor, auch in diesen Gesprächen, die ich erwähnt habe, wurde auch von einer Aufholjagd gesprochen. Jetzt überlagern sich nachgeholte Konzerte, Aufführungen, was auch immer, mit solchen, die neu reindrängen. Und das gibt überhaupt jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, ein Systemproblem. Wie kann das System das überhaupt schlucken oder wie kann man auch die Perspektiven für neue Stimmen überhaupt aufzeigen und geben, wenn die alle besetzt sind durch die verschobenen Produktionen? Also ich höre da auch raus, vielleicht Thierry, auch einen Blick in die Romandie. Du hast gesagt, eben, es hat eine Zunahme von Spielstätten gegeben, von Theatern, von Möglichkeiten, die Kunst zu zeigen. Aber was ich auch mitbekommen habe, ist eigentlich, das Publikum setzt eben auf Bekanntes lieber als auf das Experiment, auf die Entdeckung. Ist das in der Romandie sichtbar? Ist das auch ein Problem, dass eigentlich so eine fast etwas, wie soll ich sagen, hin zu dem Kommerziellen, zu dem Bekannten, weg vom Experimentellen, diese Covid-Situation geführt hat. Kannst du das sagen? C'est une question sur la, à laquelle... Oui. C'est une question délicate à laquelle je ne vais pas répondre. Das ist eine heikle Frage, die ich so nicht beantworten werde. Mais je vais peut-être dire ce que moi je pense de cette crise du Covid par rapport aux arts de la scène. Aber ich werde etwas dazu sagen, was oui. Ich sehe zu darstellen, zur Covid-Problematik der darstellenden Künste. Avantage et inconvénient. Ce que nous avons constaté, c'est que les politiques communaux, cantonaux, même de la Confédération, ne comprennent rien aux arts de la scène et comment on fonctionne. Was ich festgestellt habe, ist, dass die Politiker, kantonale, Gemeinde, kommunale, auch eidgenössische Politiker haben überhaupt keine Ahnung, wie die Kulturszene läuft. Non. Ils donnent de l'argent, mais, sie geben Geld. Mais comment on fonctionne, ils ne savent pas. Aber wie wir funktionieren, haben sie keine Ahnung. Et on s'est rendu compte, quand nous avons dû expliquer à nos cantons et à la Confédération, à travers les décomptes financiers que nous avons dû envoyer et contrôler, qu'en fait, en face de nous, on avait des personnes qui ne comprenaient absolument pas notre activité. Und obwohl wir ihnen allen unsere Jahresrechnungen, Abrechnungen, alles zeigen konnten, war es immer noch so, dass sie nicht verstanden haben, wie wir funktionieren. Voilà. Et en plus, nous avons dû comme développer une sorte de discours et de communication collective. C'est-à-dire, on a dû dire, voilà comment nous fonctionnons.
Und zusätzlich mussten wir wie eine kollektive Stimme, eine kollektive Art der Kommunikation finden, um ihnen sagen zu können, seht mal her, das ist wie wir funktionieren. Pour un secteur essentiel à la collectivité, je tiens à le souligner, et la Confédération et les cantons ont compris qu'il fallait sauver, il fallait conserver tout ce que nous avons développé ces dernières années, et ils ont mis des millions, des centaines de millions dans la culture. En tout cas, il y en a une bonne partie qui sont arrivés dans les arts de la scène. Ça, c'est positif. Was sehr positiv ist, ist, dass sie gemerkt haben, doch, es ist wichtig und es sind mehrere hundert Millionen bei den darstellenden Künsten gelandet. Donc, ce qui était positif, c'est que nous avons dû apprendre à communiquer sur notre travail et nous et définir aussi comment on fonctionne. Das Positive ist, wir mussten lernen, wie wir über unsere Arbeit reden und auch zu definieren, wie wir funktionieren. Maintenant, ce qui est moins agréable à la sortie du Covid, c'est que tous ces millions, ils vont s'arrêter. Ces millions extraordinaires qui sont arrivés, maintenant tout ça, ça c'est terminé. En quelques... Là, au mois d'octobre, on a les derniers délais pour les derniers projets de transformation. Après, il n'y a plus. Nun ist leider ist es so, dass jetzt im Oktober werden wir die letzte Anmeldeschluss haben für die letzten Gelder, die geschüttet werden, und dann ist es vorbei mit den schönen Millionen. Voilà. Et dans un sens, je pourrais dire que la fête aux millions de la Confédération et des cantons est terminée. Und so kann ich sagen, dass das Fest der Millionen der Kantone und der Eidgenossenschaft vorbei ist. Gibt es dann, also das sind, ich sage mal, harte Anschuldigungen an die Seite der Kulturförderer im Sinne von, dass sie nichts verstehen von dieser Sparte, von dieser Kultur, aber trotzdem Geld geben? Ich möchte doch noch von dir wissen, wie hätten sie es dann sonst machen sollen? Aïe, je t'ai parlé trop vite. Wie hätten sie es machen sollen? Aha. Eh bien, je dois dire que je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens dans la culture et dans les arts de la scène ne comprennent pas qu'en fait, on a vécu une période difficile, mais fortement soutenue, et qu'aujourd'hui, on va retourner à un régime normal, mais avec les mêmes problèmes que nous avions also avant. Wir kehren zum selben System zurück, aber mit dem Problem eigentlich, die geblieben sind. Ich glaube, Nicole will dazu was sagen. Ja, ich will nur zwei Aspekte. Das eine ist das mit dem Geld. Also da vergisst man noch etwas anderes, das noch dazu kommt, ist, dass, ja, das hast du schon angetönt, dass ja während der Covid-Krise relativ viel Geld auch von der normalen Förderung da war, das nicht genutzt wurde, weil ja die Veranstaltungen nicht stattfanden. Das heißt, es gab dann ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, nicht nur Kreation, sondern auch Dinge, die plötzlich, weil man die Kriterien geöffnet hat, die plötzlich vorher nicht unterstützungswürdig waren, die jetzt plötzlich unterstützungswürdig waren und man die machen konnte. Und was jetzt passiert ist natürlich, jetzt sind die Veranstaltungen wieder da, jetzt wird dieses Geld wieder verwendet. Und alle diese vielleicht diese anderen Dinge, also von Diskursen auch, es gibt ja auch die ganzen Diskurspolitik, die Austausch, all diese vielen Projekte, die in eine andere Richtung gehen als die klassische Kulturförderung, stehen jetzt plötzlich wieder vor dem Nichts, weil die nicht in die üblichen Kriterien passen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist das Verständnis mit der Politik. Also ich muss sagen, das war mein tägliches Brot, also das war mein täglicher Job. Und ich finde, man kann da jetzt das ein bisschen netter sagen und sagen, man kann nicht erwarten, dass jeder Politiker und jede Politikerin Fachfrau oder Fachmann aller Branchen ist. Also die haben ja viele Dossiers. Auf der anderen Seite ist das schon richtig. Also ich glaube, was wir gemerkt haben, gerade jetzt auch mit der Taskforce Kultur, und das finde ich ein interessanter Effekt, am Anfang der Krise haben wir eigentlich einfach gesammelt, was nicht funktioniert, was sie nicht verstanden haben. Also wir haben auch bei Swiss Culture Social oft erklärt, wie es läuft, was nicht verstanden wurde. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen so... Und mit der Zeit war es eben interessant, dann haben wir einfach Dokumente gesammelt, was nicht funktioniert, haben Vorschläge gemacht, wie man es besser machen könnte. Es wurde glücklicherweise oft auch aufgenommen, was verbessert werden konnte. Und das Interessante war, dass mit der Zeit
hat man aber auch angefangen, miteinander die Dinge zu entwickeln. Und das war schon eine Erkenntnis, dass man eigentlich auch, miteinander, wenn man besser miteinander redet, dass es dann vielleicht funktioniert. Da war, finde ich, eine interessante Erfahrung gemacht, dass eigentlich, das hat sich jetzt auch bei der Kulturbotschaft-Diskussion auf der Bundesebene gezeigt, dass man vielleicht mit der Kultur manchmal auch, bevor man etwas entwickelt hat, redet. Und nicht, dass wir, das ist für uns Berufsverbände immer ein bisschen mühsam, wenn wir immer hinterher uns beklagen müssen, dass etwas falsch ist, weil sie es nicht verstanden haben. Besser wäre es, wir würden es vorher miteinander besprechen. Wir können dann immer nach der Entscheidung dann immer noch sagen, so haben wir es nicht gemeint. Aber es ist was anderes, als wenn man immer hinterher sagen muss, was habt ihr jetzt hier wieder gemacht? Man hätte doch mit uns vorher reden sollen. Und das hat sich schon ein bisschen verändert. Fast ein bisschen ein Crashkurs eigentlich, im positiven Sinne meine ich jetzt. Ja, und wenn ich da gerade anknüpfen darf, ich denke, in der ganzen Zeit, wo ich mit Kulturförderung oder überhaupt auch mit Kulturproduktion zu tun hatte. Ich glaube, ich habe noch nie einen Moment erlebt, bei dem dieser Dialog von allen Seiten so intensiv geführt wurde. Und das ist vielleicht auch etwas, woran man unbedingt anknüpfen sollte. Und ich möchte vielleicht schnell auf den Aspekt eingehen, es wurde jetzt erwähnt, jetzt hat man dieses Zusatzgeld gehabt und jetzt ist man zurück beim normalen ETA, sage ich mal. Und was tut man jetzt? Und ich glaube, die große Herausforderung, und ich glaube, der sind wir uns bewusst, ist jetzt auch, dass man vielleicht auch diese Maßnahmen, die du erwähnt hast, die bis jetzt vielleicht nicht den Kriterien entsprechen, Kriterien kann man anpassen. Es geht vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das teilweise wünschen, aber man kann sie grundsätzlich anpassen. Die Frage ist, was passiert mit dem Rest? Weil wenn man die Kriterien anpasst, dann muss man irgendetwas anderes auch anpassen auf der anderen Seite der Balance. Und ich glaube, die große Herausforderung wird jetzt werden, und ich kann das auch ein bisschen konkreter dann benennen, aber ich weiß, du hast es erwähnt, wir reden nicht über die zukünftigen Maßnahmen, aber vielleicht auf Aspekte, die wichtig geworden sind über die, und da rede ich jetzt nicht von der Nothilfe, sondern über die angepassten Kulturförderbeiträge, die vielleicht wichtig zu retten sind in die Zukunft. Sowieso darauf kommen, also so im Sinne von die Lehren daraus, so ein bisschen, was könnte man besser machen, worauf kann man irgendwie auch bauen, was man gelernt hat. Ich möchte aber jetzt so ganz kurz noch die Perspektive wechseln, weil wir haben auch Leute hier im Publikum, die wir spezifisch eingeladen haben, um vielleicht aus der Sicht der Kulturschaffenden auch was zu erzählen. Und wir haben Tatjana Seppen hier, sie sitzt da in der zweiten Reihe, glaube ich, da. Genau. Und ich möchte eigentlich Tatjana kurz das Wort übergeben. Sie ist Schauspielerin und sie ist oder war jetzt auch in diesem Qualifizierungsprogramm hier am Kulturmarkt als eine Schauspielerin, die eben sich neu orientieren muss, schauen muss, wie das ihre Karriere, junge Karriere weitergeht. Und ich möchte von dir einfach mal kurz wissen, jetzt, was du gehört hast. Wie ist das bei dir angekommen, die Hilfe, die Unterstützung? War das gut und hat dir das geholfen und dich weitergebracht auf deiner Reise als Schauspielerin? Oder wo sahst du vielleicht auch Stolpersteine, Schwierigkeiten? Vielleicht ein kurzes Bild deiner Realität. Ein kurzes Bild meiner Realität. Also ich hatte viel Glück. Ich war 2 Jahre fest engagiert und konnte deswegen aufs RAF zurückgreifen. Bin in diesem Sinne auch sehr privilegiert, dass ich hier ins Qualifizierungsprogramm zu Wolfgang gekommen bin. Wenn wir aber von Long-Covid reden, dann möchte ich eigentlich eher an das anknüpfen, was ich im Schweizer Theatertreffen dieses Jahr mit vielen Mitfuhrenden besprochen habe. Das Schweizer Theatertreffen hat so einen Spot, wo junge Leute hinkommen können und die betrachten sozusagen die ausgewählten Stücke kritisch, und es wird auch in Panels darüber geredet. Covid war auch etwas. Und was ich da sagen will, wir sind eigentlich wie ein bisschen zum Schluss gekommen, dass Covid sicher etwas ist, das immer noch besteht, also die Konsequenzen davon, was Sie gesagt haben, Reis, was aber auch Thierry gesagt hat, aber ich knüpfe an das an, was Sie gesagt haben, dass die Probleme schon vorher bestanden. Es ist im Theater, und ich kann jetzt wirklich nur aus Schauspielersicht reden, eine fehlende Innovation. IntendantInnen, die unglaublich autoritätsbestimmt führen, Fehler in der Ausbildung, fehlende Realitätsabgleiche, was einen in der Berufswelt erwartet, also dass da an Theatern tatsächliche ethische Übergriffe, sexuelle Übergriffe, Diskriminierung stattfindet.
Und dass man nicht darauf vorbereitet wird, dass man zum Bühnenschauspielerin ausgebildet wird, aber auch keine Ahnung hat, wie man ein zusätzliches Standbein aufbauen kann. Was ich glücklicherweise, weil ich hochprivilegiert bin, jetzt bei Wolfgang und bei ganz vielen anderen hier aus dem Kulturmarkt machen kann. Ich bin aber eine von ganz, ganz wenigen. Und das finde ich unglaublich schlimm, unglaublich prekär. So, also in diesem Sinne viel mehr, wie muss man das System grundlegend ändern, dass es auch nicht mehr so elitär ist. Ich gehe als Schauspielende, als Schauspielstudentin in ein Theater und verstehe nichts, obwohl ich der Elite angehöre. Obwohl ich doch eigentlich die Themen verstehen sollte, aber ich verstehe nichts. Es ist nicht zugänglich, es ist nicht niederschwellig, was Theater doch eigentlich sein sollte, aber nicht ist. Und da, finde ich, sollte man viel eher ansetzen. Ich habe heute von Wolfgang einen unglaublich tollen Bericht aus einem Magazin gekriegt, in dem steht, dass man in diesem Sinne auch dieses Thema brechen sollte vom Künstler, der aus sich rausarbeitet und seine Vision darstellt, sondern viel eher, was kann man für lokale Communities schaffen, die auch sagen, was wir von der Kunst brauchen. Also dass eigentlich die Teilhabe, die gemeinschaftliche und kulturelle Teilhabe viel größer ist, dass der einfache Mann, die einfache Frau, die einfache non-binäre Person sagen kann, ich habe auf das Bock und ich will mitmachen. Wie kann ich es gestalten? Und dass das nicht nur immer so ein Bottom-Down-Prinzip ist und bleibt. Ich plädiere sehr fest dafür. Okay, vielen herzlichen Dank. Also es knüpft an vielem an, eben dieses auch Unverständnis, nicht nur eben vielleicht der Politik, der öffentlichen Hand, sondern vielleicht auch der Gesellschaft manchmal, wo man eben hin will, auch der Schulen, verstehe ich, der Weiterbildung, der Ausbildung. Vielleicht Wolfgang, du wirst mit diesen, sage ich mal, auch mit diesen Emotionen jetzt konfrontiert in deinem Qualifizierungsprogramm. Haben sich die noch verschärft jetzt durch diese Covid-Zeit? Eigentlich ist es, für uns war diese Zeit auch eine Zeit der Selbsterkenntnis, nämlich der, dass wir das, wie wir arbeiten, dass wir eigentlich unserer Zeit voraus sind. Das heißt, dass zum Beispiel gibt es dann von Interpretengesellschaft eine Unterstützung für Menschen aus der kulturellen Szene in Not. Dort werden Kurse angeboten, wie mache ich ein zweites Bein. Das machen wir seit 20 Jahren. Also zweites Bein ist was, was wir ganz lange machen. Wir haben ein Weiterbildungsprojekt, wo wir Schauspieler selbst ermächtigen, indem sie lernen, wie man ein Projekt durchführt, wie man Geld holen kann, wie man alles selber machen kann und sich unabhängig machen. Also wenn ich was großartig finde, wenn es gelingt, einen Schauspieler dazu zu bringen, dass er entscheidet, dass er lernt, Ja und Nein zu sagen und dass er sich's leisten kann. Und das ist das, was wir hier seit langer Zeit inzwischen zusammen in einem Team, das gut funktioniert, mit den Menschen erarbeiten und machen. Und wir haben viele Dinge, die man jetzt außen anbietet, die machen wir schon lang. Und das hat uns eigentlich bestärkt, auf dem richtigen Weg zu sein. Und wir ändern uns ständig, also wir kriegen alles mit. Da geht es hier auch für bis ein, man sagt, seit 2016 sind die großen Theaterinstitutionen in einer schweren strukturellen Krise. Das heißt, wird man schaffen, innerhalb der nächsten 20 Jahre die autoritären Führungsstile in eine Form zu bringen, dass Menschen nicht gedemütigt und kaputt gemacht werden. Wird man das alles hinkriegen, wird man das Publikum auf eine Art integrieren, dass sie eben nicht von oben nach unten, sondern dass man schaut, was interessiert die Leute und was machen wir für die. Es gibt unendlich viel zu tun. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das, wenn wir Pech haben, schaffen wir es nicht. Und dass jetzt gerade so viele Krisen sind, macht es nicht leichter. Jetzt sage ich aber noch was dazu, warum es für uns eigentlich auch in der Krise einfach in Anführungsstrichen war. Warum? Weil die Menschen, die ein Recht auf Arbeitslosigkeit haben und hatten, die waren sicher. Die konnten zu uns kommen und zu uns werden die Leute geschickt. Wir holen die nicht, sondern die Leute kommen über die RAFs, über die Sozialämter zu uns. Die waren alle sicher. Man muss sich eigentlich Gedanken machen über die Unsicheren, wo wir hier schon angefangen haben, drüber zu reden. Weil die haben das, was ich vorhin so angedeutet habe, diese Unsicherheit, die Ängste, die existenzielle Unsicherheit in die Zukunft sehr stark gespürt. Und da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, was,
passiert mit denen, die gar nicht bei uns kommen können, weil sie keinen Anspruch haben, zu uns zu kommen? Was passiert mit denen? Ist vielleicht auch eine Diskussion, die wir weiterführen müssen, auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht zu spezifisch jetzt gerade in dem Moment hier. Ich möchte nämlich noch auf einen Aspekt jetzt auch in dieser zweiten oder dritten halben Stunde, die wir haben, noch eingehen, nämlich von den Auswirkungen dieser Covid-Zeit, dieser Transformationsprojekte, hast du angesprochen, Thierry, auch die ganz an vielen Orten auch gefördert wurden, auch gerade auch von der Pro Helvetia auch mitgefördert wurden. Was genau haben die gebracht? Ich möchte dieses Fenster auftun. Und was können wir mitnehmen von dem, was wir da relativ schnell gelernt haben als Publikum, hybride und was auch immer, oder digitale, remote und so weiter. Und was eben bleibt wieder auf der Strecke schlussendlich von dem, was angerissen wurde. Wer möchte sich da als erstes dazu äußern? Vielleicht Rees. Ja, also ich versuche das mal ein bisschen auf einer allgemeinen Ebene und da können wir vielleicht konkreter werden. Ich glaube, eine nicht Erkenntnis, aber vielleicht auch ein Aspekt, wo wir, glaube ich, alle ein bisschen etwas gelernt haben, ist das Kulturfördersystem, jetzt rede ich nicht einfach nur von Pro Helvetia, sondern vom System im Ganzen, ist relativ stark auf Kreation und Projekte konzentriert und relativ wenig, ich sage jetzt mal, auf Prozesse, auf Vertiefungen, ich nehme jetzt das auf, was auch gesagt wurde, auch auf Selbstermächtigung, auf Kompetenzen ausbauen und wir haben, und da können wir vielleicht, da kann Nicole sogar noch mehr darüber sagen als ich, weil sie sehr stark beteiligt war, also ein kleines Beispiel, wo ich denke, wir müssen die guten Momente davon versuchen weiterzubringen, für im Literaturbereich versucht, bessere Kompetenzen oder überhaupt Kenntnisse im Bereich des Digitalen. Wie tue ich das? Was bedeutet das? Und da reden wir nicht von E-Books. Man hat früher immer dann von E-Books geredet, sondern da geht es wirklich ganz konkret darum, wie muss ich mich positionieren, sei es in Publikationen, sei es in Promotion, sei es überhaupt in sozialen Medien, im Umgang damit. Und da haben wir vielleicht, weil wir das Geld sonst nicht mehr in den alten, traditionellen Bahnen gleich verwendet haben, zusammen mit dem ADS, oder der ADS hat sehr viel gemacht, aber wir haben das gemeinsam umgesetzt, da versucht, ein Angebot zu schaffen, was es vorher nicht gegeben hat. Und ich denke, das sind genau, das ist jetzt ein kleines Beispiel, wo man könnte 15 oder 20 aufzählen, wo jetzt die Kunst darin besteht, wie können wir das aufrechterhalten? Wir denken, also wenn ich von wir rede, rede ich jetzt von Pro Helvetia, dass es ganz wichtig ist, diese stärker prozessorientierte und auch ein bisschen Know-how-orientierte Aspekte in der Kulturförderung ein bisschen stärker zu gewichten. Mit dem Gedanken auch, und ich glaube, Thierry kennt das von den freien Projekten sicher sehr gut, es gibt Kunstsporten, da gibt es so, damit man überleben kann oder damit man sich finanzieren kann, so eine Art ständiges Hamsterrad von Projekt auf Projekt. Man muss ständig etwas Neues bringen, weil dann kann man wieder neu eingeben. Und das ist ein viel höherer Rhythmus, glaube ich, als teilweise wirklich auf Seiten der Künstlerinnen und Künstler überhaupt adäquat wäre. Was meine ich damit? Wir müssen mehr Fokus auch darauf legen, was passiert vor einer eigentlichen Produktion und was passiert nachher. Das ist etwas, was das System als Ganzes bis jetzt nur sehr marginal unterstützt hat, was dazu führt, dass mit viel Aufwand, mit viel Kreativität, auch von mir aus auch mit viel Geld, aber das ist gar nicht nur der Hauptpunkt, eine Produktion nach der anderen herausgebracht werden muss. Und die Auswertung oder auch die vertiefte, vorausgehende Recherche, die Planung, die Weiterentwicklung auch von ästhetischen Zugängen sehr wenig gefördert wurde. Und das hat sich während der Zeit der Covid-Krise zwangsläufig ein bisschen geändert. Und dort denke ich, das dürfen wir jetzt nicht einfach wegschieben und sagen, wir sind zurück im alten System, sondern da muss man versuchen, das irgendwie weiter aufrechtzuerhalten. Ich möchte da Thierry das Wort geben, diesbezüglich das Mikrofon. Entschuldigung, je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas de volonté politique de faire du en haut jusqu'en bas, parce que depuis des années, en fait, les politiques ne se sont pas vraiment intéressées en fait à la culture, elles ne veulent pas en fait
comment dire, diriger le contenu de la culture. Et je crois qu'en Suisse... Das ist schon übersetzt. Oui. Ja. Genau, man muss sagen, die Politiker wollen ja eigentlich nicht den Inhalt der Kultur, der Kreationen bestimmen. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ne voudront jamais se mêler en fait du contenu et de la culture. Je pense que ce qu'on va voir, c'est probablement une augmentation des contraintes pour obtenir de l'argent pour des projets culturels. Aujourd'hui, wahrscheinlich wird es aber schwieriger werden, Geld zu bekommen für kulturelle Projekte. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, il suffisait presque de faire une association, d'envoyer un dossier et d'essayer d'obtenir un petit peu ici, un petit peu là, de faire notre millefeuille économique. Et c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné pendant des années. Bis jetzt hat es eigentlich wie gereicht, einen Verein zu gründen, ein Dossier zu machen und hier und dort bei der öffentlichen Hand oder bei Stiftungen Gelder zu generieren. Et les règles qu'on avait, par exemple, au niveau communal, au niveau cantonal ou au niveau de Pro Helvetia, ce sont toutes des règles différentes. Elles ne sont pas accordées. Il n'y a pas une volonté de faire du top-down. Es gibt ja wie die Gemeindeebene, die Kantonsebene, die Bundesebene mit Pro Helvetia und da sind die Eingabekriterien immer anders. Oui, c'est ça. Et je pense aujourd'hui qu'on va avoir une prise de conscience et on devra nous définir des critères. On voit apparaître dans certains cantons des critères qui ne sont pas exclusifs, mais des critères prioritaires. Par exemple, le canton de Vaud vient de dire qu'ils vont prioriser des projets qui ont 4 lieux de points de chute et une quinzaine de représentations. Avant même d'avoir créé le spectacle. Ja, es gibt dann so bestimmte Kriterien, zum Beispiel im Kanton Waadt. Kannst du es nochmal sagen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Le canton de Vaud a fait un nouveau règlement qui dit si vous, pour pouvoir obtenir de l'argent, vous devez nous montrer que vous avez déjà 3 théâtres qui sont intéressés de vous accueillir et il faudrait que vous ayez une quinzaine de représentations assurées. Ja, genau. Also, der Kanton Waadt, die haben jetzt eben neue Kriterien lanciert und zum Beispiel ist es so, wenn man eingibt, muss man bereits 3 Spielstätten im Boot haben und so viele Vorstellungen, damit man überhaupt zugelassen wird, formal. Alors, si vous imaginez aujourd'hui que juste ces quelques règles-là s'appliquent d'une manière un peu plus unanime au niveau des communes, des cantons et de la loterie romande, eh bien, vous allez avoir un changement radical en fait du soutien aux arts de la scène en particulier. Wenn sich jetzt eben die verschiedenen Förderstellen darüber einigen, die gleichen Kriterien zu machen, ist schon sehr viel getan. Ja, ja. Ja, eine Antwort von Tatjana. Ich meine das gar nicht auf politischer Ebene. Ich habe nicht bottom down auf politischer Ebene gesprochen, im Sinne von, es ist nicht die Politik, die die Inhalte vorgibt, aber es wird, was gefördert wird, ist die intrinsische Vision des Künstlers und also sozusagen ich als Künstler bestimme, das ist jetzt für das Publikum wichtig und dann wird es umgesetzt. Es ist nicht eine gesellschaftliche Teilhabe im Theaterprozess, erstens. Zweitens, was ich mit Bottom-Down meine, wenn ich ein Stadttheater gehe, dann sagt mir der Intendant, du spielst die scheiß Caroline in Kasimir und Caroline. Dann kann ich nicht sagen, ich spiele jetzt den Kasimir. Das ist ein Bottom-Down. Und wenn ich ein Mitspracherecht haben will im Stadttheater, dann muss ich erst 50 Jahre da gearbeitet haben und Diskriminierungserfahrungen und Übergriffe sexueller wie ethischer Natur erlebt haben. Muss ich, weil ich sonst nicht dahin komme. Also ich meine wirklich eher in der Institution selbst bottom-down. Ich habe auch viel zu wenig Ahnung, was ich auch den Schulen ankreide, was auf politischer Ebene überhaupt passiert. Wie die überhaupt Intendanten auswählen. Entschuldigung. Also ich meine nicht, um Sie einzugreifen, ja, aber nur um zu klären, was ich meine. Ja, also sie übersetzt ganz kurz. Und ich glaube, wir lassen auch das mal kurz...
Ich habe jetzt die ganze Zeit Bottom-Down gesagt, das heißt Top-Down. Das macht es klar, wir haben es, glaube ich, richtig Vielen verstanden. Dank. Vielen Dank. Genau, um das nochmal klarzustellen, aber ich glaube, das ist, glaube ich, war ein kleines Missverständnis auch, aber das haben wir, glaube ich, geklärt. Ich möchte da bei dieser Frage, ich glaube, das ist etwas, was sicher am 22.11. in dieser nächsten Veranstaltung noch vertieft werden soll, gehe ich davon aus, eben genau diese Frage der Distribution oder eben auch der Einbettung und wie kommt man zu Themen und vor allem eben auch, ich glaube, auch der Distribution schlussendlich in den Künsten, also das eben, wo, für wen machen wir, was wir machen und dass in die Förderung auch einbezogen werden muss, vielleicht noch stärker in die Ausbildung und so weiter. Ich möchte doch bei dieser Digitalisierung noch bleiben, weil ich finde, das ist ein Schlagwort bei der Covid-Zeit, das sehr stark war, diese Transformation und man hat sich auch gerühmt, dass man jetzt endlich ein Lösungsmittel gefunden hat, eben die Leute auf die Digitalisierung hinzubringen und das Publikum in andere Räume zu bringen. Und das ist ja irgendwo auch gelungen, aber wie viel bleibt davon oder wie viel soll davon bleiben? Wie siehst du da in diese Ecke rein, Nico? Ich meine, ich kann es vielleicht jetzt wirklich ein bisschen aus der Seite der Literatur sagen. Also wir haben uns ja sehr intensiv, die Literatur ist ja ein bisschen ein, sag ich jetzt mal, sie waren ja auch ein bisschen stiller jetzt in der Covid-Zeit, vielleicht auch von der Förderung her, aber gab ja dann diese Idee, man kann sich hinsetzen vor dem Bildschirm, man kann eine Lesung machen, das ist großartig. Wissen wir alle, das ist total langweilig oder ist sehr, sehr schwierig. Einfach so diese Bildschirmgeschichten sind sehr schwierig. Das ist das eine, also dass man, wir haben gemerkt, man muss wirklich diesen Diskurs, also wir haben auch gemerkt, dass es einen Anstieg an Bedürfnis gibt, gerade jetzt in der Literatur, wo viele Autoren und Autoren ja sonst alleine oder vielleicht in kleinen Gruppen arbeiten, dass es ein großes Bedürfnis gibt, sich hier auszutauschen, sie zu lernen, was geht nicht. Also dieses Projekt, das Reza angesprochen hat, da ging es tatsächlich darum, auch auszuloten mit den Menschen, was kann man im Internet machen, was geht eben nicht. Und ich glaube schon, dass es hier auch die Digitalisierung haben wir alle diskutiert vor Corona. Und dann sind wir plötzlich in eine komplette Digitalisierung katapultiert worden, wo wir merken, so ist es so einfach, es funktioniert nicht, es ist wesentlich komplexer. Und etwas, wenn wir schon vom lieben Geld sprechen, es ist auch extrem teuer. Also alle sagen, wir machen Digitalisierung, wir machen hybride Veranstaltungen. Aber ich meine, wenn ich eine gute hybride Veranstaltung mache, brauche ich jemanden, der da hinten steht, der eine Kamera zu führen weiß. Es braucht jemanden, der das technisch auch in einer hohen Qualität überträgt, damit das auch Sinn macht. Und das ist sehr teuer. Und hier merken wir auch, wo geht es hin? Und wir wollen... Da muss man in der Kultur, glaube ich, sehr, sehr viel noch diskutieren. Braucht es zum Beispiel quasi Ausbildungen, wie man damit umgeht? Braucht es, müssen wir, also wir haben uns das als Autorenverband auch überlegt, müssen wir gutes Equipment zur Verfügung stellen? Können die Autoren und Autoren das selbst? Das ist, glaube ich, schon die eine Seite dieser Digitalisierung und die andere tatsächlich. Und da kommen wir immer wieder darauf zurück. Es kostet alles sehr viel Geld. Und die Krux an der Geschichte ist, weil wir jetzt für die Zukunft, weil wir ja jetzt gemerkt haben, irgendwie diese Digitalisierung, das ist so was Interessantes, also man kann was damit machen, kommt das jetzt plötzlich auch in den Diskurs mit der Klimakrise, mit der Nachhaltigkeit. Und wir haben aber noch wenig Räume geschaffen, wo man das ernsthaft diskutiert. Und das ist etwas, das ich glaube, dass man ganz, ganz fest jetzt in den nächsten Monaten und Jahren die Chance nutzen soll, hier vertieft zu analysieren, um was es geht, was kann man und was kann man eben nicht leisten über eine digitale Welt. Also, und ich glaube, dass da gibt es ganz viel, das man eben nicht leisten kann über die digitale Welt. Und das sollten wir auch nicht über diesen Bogen spannen. Also die Digitalisierung kann nicht alles lösen, auf gut Deutsch. Ich möchte auch da ein Fenster kurz auftun. Wir haben Yannick Böhmer bei uns, er ist Regisseur und Videokünstler. Und du hast mit Barbara Weber zusammen ein Projekt gemacht während dem Lockdown. Und das hieß, glaube ich, Live Video Walk, Remote Together, The Reality Vaccine. Und
nicht, erzähl uns jetzt nicht zu viel über das Projekt, sondern ich glaube, ihr habt jetzt ein neues, was eigentlich sozusagen ein Learning möglicherweise ist von dem, was ihr vorher gemacht habt. Oder wie sieht das aus? Genau, das Projekt, was Sie gerade erwähnen, ist schon bereits das Learning. Genau. Okay. Also das ist einfach, also ich bin in der freien Szene wie am Stadttheater aktiv, also wenn es auch um diese Fragen geht. Und dieses ein Zusammenschluss in der freien Szene entstanden im ersten Lockdown. Dort haben wir ein Format entwickelt, das hieß Zombie-TV mit dem Theaterspektakel zusammen. Das war quasi wie auch die Situation, ein Projekt, was ähnlich wie Netflix funktioniert hat, wo es wirklich digital war, aber mit Video-Showings quasi verbunden. Also es gab auch Gespräche, es gab auch Live-Veranstaltungen. Es gab täglich, wie auch diese Binge-Watching, diese Serien funktionieren, eine neue Episode, eine neue Folge, weil das hat uns auch so umgetrieben, wo wir dachten, was passiert mit den Leuten? Jetzt sitzen alle vor Netflix und das wird dann natürlich irgendwann auch langweilig. Jetzt machen das Theaterschaffende. Ja, das war damals die Lösung, eine Produktion umzugestalten, die quasi schon geplant war, gefördert war, stattfinden sollte. Und wir haben sie stattfinden lassen, da bin ich als Videokünstler quasi dann dazugekommen. Und daraus, in dem gleichen Team von 5 Leuten, haben wir ein Projekt initiiert, das heißt Remote Together. Und da wollten wir eigentlich auch in der Feststellung, dass wir uns alle brauchen, also wir können nicht allein arbeiten, das war unser Credo, das stand groß über den Antrag, wir können nicht alleine arbeiten, wir wollen das zusammen machen. Und dafür haben wir uns ein hybrides Projekt überlegt, was wirklich einfach auch analog stattfindbar, also es ging uns um die wirklichen Begegnungen, es ging uns um die Zuschauer und es ging uns ganz sehr stark auch ums internationale Geschehen, weil die Kulturschaffenden in der Schweiz, natürlich haben sie eine prekäre, schwere Situation, aber das war ja ein weltweites Phänomen. Also was ist noch überall passiert, was können wir machen, um zu verbinden? Und das kommt dann natürlich, da kommt der Klimawandel noch als Thema dazu, was macht man, wenn man jetzt Produktion verbindet. Also wir haben 4 Städte parallel bespielt mit 4 Video-Walks, die live übertragen auf Smartphone kamen. Das heißt, man hat ähnlich wie in so einer krassen Zoom-Schalte, nur dass sie künstlerisch mit Comic und so gestaltet war und geschnitten war, 4 Walks, 4 Performances gesehen und parallel immer Zuschnitte aus den anderen Städten bekommen. Also ein ganz neues Format, was dann es sind eigentlich 5 Performances, ne? Also jede Stadt eine plus eine rein digitale, die dann wirklich nur auf dem Smartphone ist. Also es gab die Möglichkeit dann auch im späteren Schritt, das war uns nicht so wichtig, aber im späteren Schritt haben wir es geöffnet für digitales Publikum, gab es dann diese Möglichkeit von allen Seiten dieses Projekt zu schauen. Darf ich dich fragen, war das einfach, dass das gefördert wurde oder war das kompliziert? Genau, da kommen wir zum spannenden Thema, weil da will ich auch gern einhaken. Weil das war einfach, weil es einen großen Schubs Geld gleich zu Beginn bekam mit einem sehr offenen Antrag, der schon das Thema des Internationalen thematisiert hat, aber einen Corona-Recherchestopp der Stadt. Und das hat ermöglicht, dass das Projekt, sag mal so, prozesshaft funktionieren konnte, wie nur möglich. Weil wir wussten überhaupt nicht, was das dann für uns heißt. Auch das einzuschätzen produktionell war nicht möglich. Und deswegen haben wir uns vorgearbeitet von Recherche zu Tryout zu einem hybriden Gastspiel auch in Deutschland im Theater Rampe im Tools Festival, wo wir dann ein Arbeitstreffen hatten mit allen Künstlern, die gerade sich diese Frage stellen, was kann man jetzt machen während Corona, bis hin zur Aufführung. Und finde das aber wichtig zu diesem Thema Top-Down, Bottom-Down und Innovationstreiber. Also ich will sagen, die freie Theaterszene, die sitzt da nicht däumchendrehend rum und will auch Gelder bekommen oder so, sondern wir überlegen uns ja wirklich, was geht, probieren wir auf die Bühne zu kriegen oder stattfinden zu lassen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu fördern. Weil, also über eine Recherche, über einen, also weil dann entstehen auch so, sage ich mal, ganz andere Netzwerke, als wenn das Genius ein Riesenprojekt, ein Riesendossier schreiben muss, was auch, man muss es auch wirklich sagen, die freie Szene ist ja dadurch auch gar nicht mehr so frei. Sie ist ja das Gegenteil davon. Eigentlich muss ich ein perfektes Projekt planen mit 3 Spielstätten. Dann kriege ich auch das Geld. Ich kriege das Geld sonst gar nicht. Und das ist ein Problem. Auch als Nachwuchskünstler muss man das extrem betonen. Man muss auch das Thema wenn wir über Produktionsstau reden, müssen wir über Menschenstau auch reden. Weil das ist so. Ich habe 2019 abgeschlossen an der Hochschule für Regie
Und das ist ja weitergegangen. Also wir haben ja wirklich viele Leute, die da warten, die innovativ sein wollen, die das System verändern wollen. Und wenn wir jetzt etwas lernen sollten aus der ganzen Zeit, dann ist das eigentlich, dass es einen Wandel geben muss und dass eigentlich die Dinge, die das schon, also die Probleme, die schon vorher da waren, die Leute arbeiten in Innovation, die sind studiert, das müsste man jetzt eigentlich fördern. Und es geht nicht nur um Geld. Mhm. Es geht nicht nur um Geld, sondern es geht wirklich auch um Strukturen. Es geht um ganz einfache Vereinfachungen. Es geht darum, leichter an Geld zu kommen. Es geht darum, die freie Szene auch zu stärken. Es geht auch um Solidarität der großen Häuser, also wie das Opernhaus in Genf, da bin ich mal gespannt, wie die haben, also das ist ja ein interessantes Verhältnis. Und das hat angefangen in Corona, dass sich die Häuser darüber Thema Gedanken gemacht haben, das muss jetzt passieren. Also warum haben wir nicht einen gemeinsamen Fundus, warum gibt es nicht gemeinsame Projekte, warum gibt es nur die gut geförderten Stadttheater und die genialen Dossiers der freien Szene, die dann mal Geld bekommen. Das ist eigentlich etwas, was man daraus lernen muss, meiner Meinung. Ganz herzlichen Dank für den Input. Ich glaube, da sind wir bei diesen Prozessen, die, Rees, du schon angesprochen hast, eben auch dieses Aufbrechen von Fördersystemen, über die wir am 22. noch ausführlicher reden werden. Ihr habt schon unglaublich viel Stoff für den 22. Und ihr wisst auch schon, wen ihr einladen solltet. Genau, also ich möchte gerne auch daran anknüpfen, das war, was ich vorher vielleicht ein bisschen abstrakter auch versucht habe zu formulieren. Ihr wart jetzt in der Situation, wo ihr offensichtlich das ganze Paket schon zusammen hattet und entsprechend jetzt auch aufgrund dieser Situation, wie sie gerade beschrieben wurden, auch das Finanzier kriegten. Aber es gibt ja viele, die das vielleicht nicht jetzt auf dem Stand direkt schaffen. Und das meinte ich mit vorgelagerten Prozessen, dass wir nicht schon die Auswertung in einem Konzept, das noch super geschrieben sein muss, wie es gerade dargestellt worden ist, nur begutachten können, sondern dass wir auch investieren in die Entwicklung von Ideen, von Zugängen, von Arbeitsweisen oder auch eine, ganz konkret einfach in Rechercheprozesse. Und bis jetzt, das muss man so feststellen, ist das Kulturfördersystem nicht darauf angelegt, diese Sachen isoliert zu fördern. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Schritt, dass wir das vertiefen und dass wir das wirklich auch möglich machen. Und das ist auch, was ich vorher gemeint habe, ging es nicht darum, aber vielleicht war das auch ein Missverständnis, ob das jetzt 3 Auswertungen oder 4 schon bei, also das ist nicht mein Punkt, dass man schon bei der Gesuchseingabe möglichst viele Auswertungen vorweisen muss, sondern dass wir uns ein bisschen lösen, nur von dieser Full-Scale-Projektförderung und auch solche Prozesse, sei es Wissensaufbau, wie dem Beispiel, das jetzt auch Nicole noch was aufgenommen hat, sei es vorgelagerte Rechercheprozesse, die ihr auch hättet machen können, ohne dass ihr schon die Auswertung pfannenfertig bereit habt. Und ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung, der wir uns stellen müssen und über die wir auch entsprechend schon auch die Diskussionen führen. Ja, Nico? Nur einfach, also ich finde, trotzdem geht es auch viel um Geld. Also weil wir müssen auch die Rahmenbedingungen verbessern. Nicht nur es ist ja eine schöne neue Welt, wenn die Kulturförderung uns die Projekte finanziert. Aber es gibt eben noch die anderen Aspekte der Digitalisierung. Das ist nämlich der, hinten kommt nichts. Finanziell kommt nichts in der Digitalisierung. Also die meisten Projekte, die irgendwo im digitalen Äther sind, die werden nicht entschädigt. Da kommen, diskutieren wir über Uhr, da können wir ganz viele Themen aufmachen von Urheberrechtsentschädigungen etc. Und das finde ich, über das müssen wir schon auch irgendwann reden. Also es geht, die Kulturförderung ist das eine und das ist toll, wenn man hier die Möglichkeit macht, Projekte zu fördern. Aber was dann bleibt und wie das auch sage ich jetzt mal, ich nehme jetzt dieses Wort Wertschöpfung, der Produkte, die daraus entstehen, da ist in der Digitalisierung noch eine große, große Lücke und das ist ein großes Problem. Also das sehe ich, jetzt in der Literatur ist es ganz frappant oder in der Musik, wenn man weiß, wie viel man verdient, wenn die Werke digital sind. Also das finde ich schon noch nicht zu unterschätzen. Also es kennt man ja auch aus den Medien. Also ich meine, das ist ja, die sind ja, sage ich mal, vielleicht die ersten gewesen, die wirklich so richtig konfrontiert worden sind damit. Mit Produktion. Ich möchte eigentlich aus zeitlichen Gründen, wir sind nämlich schon um 9:30 jetzt, also nach 90 Minuten, das ist ungefähr der Rahmen, den wir uns gegeben haben, in so eine Schlussrunde einbiegen. Und natürlich sind mehr Fragen jetzt offen, als wir am Anfang uns gestellt haben. Und wir konnten auch nur ein kleines Fensterchen, denke ich, besprechen. Aber ich finde es spannend, eben auch zu sehen, was diese
Erfahrung aus diesem Covid ausgelöst hat. Und ich habe das Gefühl, was ich mitbekommen habe, hat es etwas ausgelöst. Eben Dinge, die vorher schon da waren, natürlich, aber vielleicht noch einmal gezeigt, wo der Weg hingehen muss. Und ich möchte eigentlich da eine Schlussrunde machen. Was ist deiner Meinung nach, Thierry, das, was jetzt eben passieren muss? Du hast es schon ein bisschen angetönt, ein komplettes Umkrempeln eigentlich des Systems. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was du denkst, was das Wichtigste ist, was man lernen kann aus dem, was wir erlebt haben in dieser Covid-Zeit und was wir mitnehmen sollen. Alors, j'ai justement écrit quatre petites phrases que je vais vous donner. Er hat vier Sätze aufgeschrieben. Une après l'autre. Oui. Moi, je crois que la société et notre secteur a véritablement besoin de créativité. Tu peux répéter? Notre secteur et la société a besoin de créativité. Ich habe es nicht verstanden. Je rate. Braucht Kreativität. Je pense que nous devons garder notre caractère prospectif, donc d'imagination et d'artisanat. Ja, wir müssen unsere Fähigkeit quasi vorauszuschauen und kunsthandwerklich unterwegs zu sein, das müssen wir uns bewahren. Et je pense que notre secteur a besoin de donner des perspectives aux personnes qui s'y engagent professionnellement. Mm-hmm. Unser Sektor muss auch die Möglichkeit den Menschen geben oder Perspektiven, die sich da engagieren. Mais cela ne doit pas se faire sur l'engagement individuel et la précarité des artistes et des professionnels intermittents. Genau, das soll aber nicht auf Kosten von den Einzelnen über das Prekariat und was war der dritte Punkt? Sur le, comment le faire sur le dos, on va dire comme ça, sur le dos des artistes et des professionnels intermittents. Ja, das soll nicht auf dem Rücken der Künstler und der Menschen, die freischaffend und in Projekten engagiert sind, ausgetragen werden. Et donc on va devoir discuter avec les pouvoirs publics de l'offre, de la demande, des conditions de travail et du soutien financier, puisque on le sait, la culture est financée à 80% par des soutiens publics. Donc on doit engager maintenant une discussion avec eux. Thierry sagt es noch einmal, wir müssen wirklich diese Diskussion mit der öffentlichen Hand suchen, intensivieren und da nicht loslassen. Nico? Thierry hat schon ganz viel gesagt, was ich unterstreichen würde. Ich würde vielleicht noch einen Aspekt dazuhören, das ist das Ohr, das Zuhören. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren gehört, gemerkt, dass man gegenseitig sich zuhört, dass man wichtig ist, dass die Kultur wichtig ist. Wir haben das in der Politik, hatten wir ein offenes Ohr, wir hatten in der Kulturförderung ein offenes Ohr. Man hat auch den Kulturschaffenden, das finde ich das Wichtigste, wenn man Förderung betreibt, hört zu, was die Kulturschaffenden brauchen. Sie wissen es nämlich meistens selbst am besten. Also dieses Zuhören, denke ich, ist etwas, das ich mir wünsche, dass das bewahrt wird. Auch wenn wir jetzt merken, gerade jetzt auch in der Politik, man hat jetzt ein bisschen genug. Man hat jetzt zwei Jahre lang dauernd über diese Kultur gesprochen, die da gefördert wird. Und ich wünsche mir, dass man nicht aufhört zuzuhören, dass man diese Wichtigkeit nicht aufhört, auch festzuhalten. Also das wäre vielleicht so eine, wirklich als Ergänzung auch zu dem, was Thierry gesagt hat, vielleicht noch dazu zu sagen. Und letztendlich auch, dass man nicht vergisst, das Prekariat der Kulturschaffenden hört nicht auf, weil Corona jetzt vorbei ist. Es hat vorher schon stattgefunden, es ist immer noch da. Und wir brauchen hier auch weiterhin Unterstützung, damit wir Menschen, die in der Kultur arbeiten, auch in der Not unterstützen können. Ich kann mich dem eigentlich nicht anschließen, vor allem auch das Dialogische und das Zuhören finde ich ein ganz wichtiges Learning, wo ich hoffe, dass wir das weiterführen können. Ich habe eigentlich, und das knüpft vielleicht auch ein bisschen an die Sachen von Thierry an, und mit den Beispielen, die wir vorher besprochen haben, habe ich das noch nicht so streifen können. Ich glaube, auch für Kulturförderung ist Kultur als Arbeitswelt, das tönt jetzt ein bisschen abstrakt, aber da geht es um faire Arbeitsbedingungen, es geht um Rahmenbedingungen, die auch eine
Arbeitssituation schützen und die verbindlich schützen und nicht einfach nur als schöne Aussage und die vor allem auch, und das wurde verschiedentlich gesagt, auch mit den Inputs von vorher, dass auch die Missstände, die es schon vorher gab und die jetzt vielleicht noch viel deutlicher aufgebrochen wurden, nicht einfach hingenommen werden und man zurückgeht ins alte System, sondern dass man dort wirklich versucht und ich kann nur sagen, wir bemühen uns, diese Diskussion auch gegenüber, ich bin ja nicht als Politiker hier, sondern als Vertreter einer Instanz, die auf das Geld der Politik angewiesen ist, dass wir das dort wirklich platzieren können als wichtiges Thema und nicht als nice to have oder irgendetwas, was dann vielleicht auch mal kommen könnte. Also ich habe heute was gefunden, was einen utopischen Charakter hat, wo jemand sagt, wenn sich alles gut entwickelt, könnte es in 20 Jahren ungefähr so sein. Ich bitte jetzt das Wort Theater, das jetzt kommt, mit Kunst, Kultur zu ergänzen. Kunst soll ein gemeinschaftliches Gut werden, in dem die Menschen in den lokalen Communities selbst bestimmen, welcher Kunst sie bedürfen. Für die Theater würde dies einen von mehreren möglichen neuen Wegen der Vergesellschaftung beinhalten. Bei diesem werden nicht mehr die Politikerinnen der Städte und Länder, sondern im Sinne einer direkten Teilhabe und Demokratie die Bürgerinnen zu Teilhaberinnen und zugleich auch Auftraggeberinnen des Theaters und besitzen dieses zudem gemeinsam mit den darin arbeitenden Künstlerinnen. Guten Abend. Was für ein Schlusswort. Sehr schönes Schlusswort für diese Runde und ich glaube, du hast vieles aufgenommen, was heute gesagt wurde und auf dem Herzen liegt und ich übergebe das Wort wieder Delphin und Christine oder wollt ihr noch was Abschließendes sagen, sonst sage ich nochmal den Hinweis auf den 22.11., da geht es um den Wert der Kultur, um das Geld auch wieder und eben hoffentlich auch um Förderideen, wie man das System ändern kann zum Guten und zur Öffnung und nicht top-down oder wie auch immer, sondern miteinander, teilhabend und vor allem auch mit dem Wert, den sie verdient. Merci vielmals für den Abend.